ob er mal ganz kurz Set Time Day machen kann. Oh, da läuft noch ein bisschen, bis er ganz oben ist. Jawohl, klappt doch alles perfekt, wunderbar. Und, Sekunde. Oh, hier fehlt was, da könnte man vielleicht noch eine Scheibe reinsetzen. Ja, okay, zu Fuß ist ein bisschen anstrengend. Ich bin jetzt nur Gast, ich bin kein User. Und ja, hier hat man die Übersicht, oder sieht noch ein bisschen unvollständig aus. Ist es aber komplett zu, habe ich schon gesehen gehabt. Dann hier haben wir noch einiges an Gebäuden und hier kann man auch noch was sehen. Hier stehen auch noch haufenweise Häuser, die ganz interessant sind eigentlich. Da nach hinten würde ich nochmal gehen. Ein großgezüchteter Baum, den haben wir hier auch. Und ja, hier hinten ist auch noch einiges. Das scheint so eine Art Fabrik dann zu sein. Also so eine Halle, wo dann Züge drin standen. Das habe ich auch gerade gesehen, das ist interessant. Und da würde ich gerade auch gerne nochmal runtergehen. Und mir wirklich alles anschauen, bevor die Zeit dann um ist. Zum Riesenbaum, ja, da könnten wir auch nochmal hingehen. Und ich brauche halt ein bisschen, bis ich unten bin. Ich habe jetzt hier keinen Kompass zum Teleporten oder sonst irgendwas. Jedenfalls, den Server finde ich an sich eigentlich ganz interessant. Also wer liebend gern baut, für den wäre der Server eigentlich was Richtiges. Wie gesagt, IP gibt es am Ende des Videos. Werdet ihr dann sehen. Und oh, hier läuft und läuft und läuft man. Da steht mir schon einiges an Zeit tot. Und dann gehen wir ganz kurz mal zum Riesenbaum nach da drüben. Und oh, da wurde einiges ja, schön gearbeitet. Hier gibt es noch mehrere Häuser. Hier sind noch freie Grundstücke, so wie es aussieht. Da kann sich dann wahrscheinlich jeder noch ein Grundstück hier holen. Im Moment sind nicht viele Leute online. Und ja, hier... Ach nee, die Grundstücke ist schon vergeben. Allerdings wird es wahrscheinlich noch mehr geben. Und oho, der Baum ist schön groß gezüchtet worden. Also ist allerdings komplett künstlich angelegt in dem Fall. Also alle Holzblöcke sind hingesetzt worden. Ich schreibe mal hier nice. Wunderbar. Und ja, der Baum sieht auch relativ ganz gut aus wegen den Ästen. Nicht, dass es einfach nur so ein rundes Büschel ist, sondern hier, mal da, mal da, mal da. Eigentlich ganz hübsch. So, hier vorne gibt es wahrscheinlich auch noch haufenweise Gebäude. Ich würde sagen, die Straßen sind gezielt angelegt, also es gibt ein gutes System. Kann man schön durchlaufen, sich alles anschauen. Ich schaue mal kurz hin. Restliche Gebäude anschauen. Anschauen. So, und dann einfach mal hier durch. Und das hier sieht aus wie ein Leuchtturm oder ein halber Leuchtturm. Und naja, ich laufe ihm halt mal hinterher, wenn er jetzt so die Ahnung hat, wo das alles steht. Und hier vorne scheint es auch etwas Größeres zu sein. Oho, etwas Größeres. Und das hier ist Grundstück. Ach so, noch von jemandem das Grundstück. Auch nett gemacht mit so einem kleinen Garten da drin. Und hier, die das auch noch... Oho, das sieht, ja, das soll eine Arena werden, so wie es aussieht. Tribünen müssen da wahrscheinlich noch hin. Aha. Nice. Sehr schön. Also, der Server hat so einige Überraschungen vor sich. Ich finde das eigentlich ganz toll hier in dem Sinne. Ich bin auch nur durch Zufall drauf gestoßen, weil einer unter meinen Videos mal Werbung gemacht hat. Ich bin dann mal hingeeilt und habe mir gedacht, ach, dann schaue ich es mir halt mal an. Die Werbung habe ich eigentlich wieder gelöscht. Oho, das war wohl ein Fail von einem Höllentor. Das hat dann nicht so ganz geklappt wahrscheinlich. Das muss ich mir eins höher. Dann geht's mal nach vorne. Und das hier hinten sieht ein bisschen bunt aus. Keine Ahnung, was das ist. Ein bisschen seltsam. Und... Oho, ja. Also, es gibt jede Menge zu entdecken. Ich weiß gar nicht, was ich alles abhacken kann. Wo will er hin? Wo will er hin? Ich wollte gerade mal hier noch schauen eigentlich. Hinten ist nochmal irgendeine Arena, irgendwas. Und... Dort ist auch noch irgendwas ganz, ganz komisches, undefinierbares. Sieht auch so aus wie irgendwas, was mit Pistons betrieben wird oder irgendwo mal. Keine Ahnung. Da kann ich nichts sagen. Das müsst ihr euch eventuell selbst anschauen, wenn ihr unbedingt wollt. Ich laufe mal ganz fix hier hinterher. Und dann schauen wir mal. Es sind, glaube ich, nicht mehr so viele Minuten Zeit. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Hier hinten gibt es ein paar Schweine noch. Hier liegt noch ein Wolle rum, so wie es aussieht. Außenrum, ich weiß nicht, was soll es hier da noch geben, so groß. Er wollte, glaube ich, nur ans Fleisch ran. Aha. Dieses Gebäude hier scheint wahrscheinlich gemeint zu sein. Das ist etwas größer mal wieder. Und ja, mit der Sandsteintextur sieht das doch schon viel besser aus. Ich habe zum Glück ausgetauscht. Und ja, dann hier, hier, was hier eigentlich? Glas und oh, etwas Unterirdisches. Oh, diese Server hält einige Überraschungen bereit, muss ich schon sagen. Ich werde das wahrscheinlich nicht alles in ein Video reinkriegen mit der Aufbiss drum. Also ist ja auch schön, wenn viele das von euch dann selbst entdecken können, wenn ihr Lust habt. Das ist ein Palast und ja. Da gehen wir einfach mal rein. Der Boden ist schon mal relativ bunt gehalten.
Und das Tor ist jetzt zu. Oh nein, ich bin gefangen. Ich komme nicht mehr raus. Jede Menge Bücherregale und Palast. Und was für eine Funktion hat dieser Palast in dem Sinne? Einfach nur so zum Palast sein, so aussehen. Oho, nicht schlecht. Ein bisschen dunkel finde ich es zwar. Und der Tisch sieht ein bisschen zu hoch, finde ich, für alles. Das Dach besteht aus Glowstones abwechselnd mit schwarzer Wolle. Also praktisch wie ein riesiges Schachbrett. Und es spendet auch einiges an Licht, obwohl hier ein bisschen zu dunkel finde ich es eigentlich noch. Ja, hier hat man dann Platz zum Frühstücken für genug Personen. Hier kann man unter anderem auch einen Table Dance drauf machen, wenn man gerade schon mal draufsteht. Und ja, viel Platz. Viel Platz. Ja. Ganz kurz gucken. Ich denke mal so 3 Minuten noch. Länger möchte ich es nämlich nicht mehr machen. Ganz einfach aus dem Grund, da die Upload-Zeit dann wieder zu hoch wird und alles ist ausgelastet dann ansonsten von der Upload-Zeit. Und ich versuche das dem dann nochmal zu erklären. Oder nein, Marv, in dem Fall, ich werde dir den Link zu dem Video schicken. Du bist ja auf Admin auf dem Server. Ganz kurz, warum es nur 15 Minuten sind. Wie gesagt, die Upload-Zeiten sind bei mir ziemlich ausgelastet. Ich kann nicht so viel an sich hochladen. Unter der Woche bin ich komplett ausgelastet von meinem Hauptkanal. Das Video wird auf den Zweitkanal kommen, Spark of Phoenix 2. Und deshalb wird es so sein, dass ich nur am Wochenende hochladen kann. Und ein Video a 15 Minuten dauert bei mir 4 Stunden zum Hochladen. Und deshalb möchte ich es nicht zu lange machen. Also hier an alle, die vielleicht noch mehr von dem Server sehen wollen, könnt ihr ja gerne mal draufschauen. Es gibt keine Whitelist, einfach drauf joinen. Und dann könnt ihr alles selbst erkunden. Also ich finde das ganz interessant. Kommt natürlich immer aufs Texturenpack an, wie das aussehen soll. Und oh, hier drin ist eine kleine künstlich angelegte Wüste, so wie es aussieht. Und ich finde das eigentlich ganz nett hier. Da kann man eigentlich, könnte man eigentlich ganz gut aushalten hier. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten auf meiner Uhr hier unten stehen. Hier kann man dann ein Minecart anfordern, so wie es aussieht. Geht das? Weiß ich nicht. Hier ist jedenfalls die Minecart-Strecke, da eilen wir gerade mal durch, zu Fuß. Und ja. Weiß nicht, ich möchte dann natürlich pünktlich Schluss machen. Wie gesagt, das Video wird auf meinem Zweitkanal hochgeladen. Wenn ihr Lust auf andere Videos habt von mir, dann könnt ihr auf meinem Hauptkanal gucken. Spark of Phoenix ist verlinkt in der andere Kanäle-Box. Und hier haben wir dann eine Schneelandschaft, ganz kurz. Oho. Also wir haben hier alles komplett einmal so. Dann gehen wir hier nochmal lang. Und sind dann praktisch auf einmal von der Wüste in eine Schneelandschaft gekommen. Also mit Mods kann man einiges bauen, das ist klar. Ich persönlich, wenn ich meine Shows mache, benutze ich ja keine Mods. Aber das ist hier relativ gut gelungen. Eventuell werde ich vielleicht doch bald mal anfangen, mit Mods zu arbeiten, denn es ist sonst alles viel, viel, viel zu aufwendig. Und hier haben wir ein künstlich angelegtes Nether-Biom. Und okay, hier möchte man nicht in die Lava fallen. Sehr interessant, muss ich sagen. Ich meine, die Idee dazu ist eigentlich relativ gut sogar. Vielleicht zum Anschauen ist es ganz in Ordnung, aber ich weiß nicht, was das für eine praktische Funktion in dem Sinne hätte. Allerdings ganz interessant vielleicht. Oh, hier ist dann zum Losfahren wahrscheinlich, wo man dann loseilen kann. Und geht's wieder raus und hier in das letzte vorne rein, wo wir schon am Anfang waren. Das war, glaube ich, dann das Waldbiom. Jo. 33, okay, 1 Minute, aber ich müsste jetzt langsam Schluss machen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal von meinem ersten spontanen Server Let's Show Video. Ich bin hier drauf gestoßen, weil ich das eigentlich ganz interessant fand, wie das hier so aussieht. Und wirklich sehr gut gebaut, also war also einer der besten, den ich bis jetzt gesehen habe. Und naja, ich war bis jetzt noch nicht auf so vielen Servern, jedenfalls der scheint schon ziemlich alt zu sein und es scheint ziemlich viel drauf zu sein. Ich schreibe schon mal, ich mache gleich Ende. In diesem Sinne, wenn ihr noch mehr von dem Server sehen wollt, dann ganz einfach, könnt ihr ihn erkunden. Ich werde jetzt gleich am Ende des Videos die IP einblenden oder zeigen. Er will mich jetzt porten, so wie es aussieht. Dann hau rein. Gucken wir gerade mal, ganz fix. Und porte, porte, porte. Und porten, porten, Fragezeichen. Kommt was oder kommt nix? Jedenfalls möchte ich mich schon mal hier jetzt an dieser Stelle verabschieden von euch. Demnächst wird es noch andere Server-Let's Shows, sag ich jetzt mal, hier geben. Wenn ihr einen Vorschlag habt von einem Server, dann könnt ihr mir den gerne einschicken. Ihr könnt dann auch gerne online sein. Wir könnten auch gerne die Tour zusammen machen. Und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Server-Let's Show. Schickt mir am besten die IP des Servers per PN an Spark of Phoenix 2, also an diesen Kanal, wo ich das Video jetzt hochladen werde. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Server. Bitte keine Hamachi-Server, denn ich habe keine Hamachi und es müssen wirklich original schickmale Server sein, die ihr da drauf kann. Ich brauche einfach eine IP, dann schneide ich vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, war's das von mir.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Ich zeige euch noch ganz kurz. Ich sag kurz off. Ich zeige euch noch ganz kurz die IP des Servers. Das ist diese hier: 217.198.135.177. Und ja, wie gesagt, ich bin natürlich ganz zufällig da drauf gekommen. Bin gerade online, es waren glaube ich nur 3 Leute online, eher noch jemand anders. Und dann habe ich kurz gesagt, wegen Serverlitschow, wegen Rumführen. Und er war damit einverstanden und dann sehen wir. Und dann, wie gesagt, war da jetzt ganz kurz die kurze Runde gemacht worden. So, dann, um das Video nicht allzu in die Länge zu ziehen, war es jetzt von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss.